Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Wir sind dabei, Malfoy zu vernichten. Whatever. Holen wir mal eben die Eule von ihm hier. Sauber. Jetzt könnten wir das hier. Jetzt können wir das da dran. So, jetzt holen wir dich, du Pusti. Du Pusti, du. Ein Duell schätze ich mal noch. Ja. Zack. Mist, da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Ich muss diesen Schild sofort machen. Zack. So. Was soll das denn? Ja, wechselt doch alle fünfmal hier die. Alle fünf Sekunden die scheiß Zaubersprüche. So, das war Nummer 2. Komm, und das war's. Snape, ich bin eklig. Da bringen sie das Buch weg. Und da sind wir immer noch. Ach, finde ich gut. So. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da Dingen verbrennen oder so. Ja, irgendwie so. Oder hier reinwerfen, irgendwie sowas. Als erstes brauchen wir da erstmal die Reduktio für den Schrank. Und da haben wir schon das erste Teil. Gesundheit.
Aber klar, dass da wieder so ein tanzender Kerl rauskommt. War ja bis jetzt irgendwie immer so. Töten wir den auch erstmal wieder. Ich muss euch auch leider heute schon, oder jetzt schon sagen, dass das heute eine sehr kurze Folge wird. Weil ich eigentlich aufhören wollte mit Aufnehmen, aber das Spiel halt blöd speichert. Das ist halt... Wenn man hier jetzt noch normal speichern könnte, ich bin ja mal auf die anderen Lego-Teile gespannt, wenn ich die irgendwann zocken sollte. Wie das da geregelt ist mit dem Speichern. Da habe ich's und dann kommt das hier da rein. Da brauche ich jetzt Aguamenti. So. Zack und zack. Was ist hier denn? Ach so, das ist so ein Stärke-Ding. Nee, dann nehme ich noch. Machen. Ja, da bin ich noch nicht. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was da ist nicht Teil. Naja. Manche Leute haben halt eine komische Abneigung für oder eine Eigenart für komische Tiere. Also was das jetzt gerade für ein komisches Puffding war, keine Ahnung. Haha, guck mal Frau, habe ich alles kaputt gemacht. So, sammeln wir das ein, sammeln wir das ein. Machen wir kaputt. Das reparieren wir. Das Kronleuchter. Sieht ja Blinder mit Krückstock. Ach, das muss jetzt hier wieder eine Weasley machen, ne? Los, Weasley! Mach auf! Ist jetzt ein Sumpf oder was? Aha. Alter. Da vorne ist noch so eine Kiste. Aber ich finde es gut, so habe ich jetzt doch kein schlechtes Gewissen, dass die Folge doch zu kurz war. So 10 Minuten müssten wir eigentlich drauf kriegen. Oh, da vorne können wir noch was kaputt machen. Ich muss schwarze Magie beherrschen. Vor allem sie kann dieselben Zaubersprüche wie wir, also wie Harry, der eigentlich in einer ganz anderen Schule, also in einer ganz anderen Jahrgangsstufe ist. Das geht doch auch nicht mit rechten Dingen zu. Ja, damit. Gib das Stück da her. Ach, ist das jetzt hier nicht nur was, was nur Weasleys können? Ahaha, da kriegen wir Kuchen ins Gesicht. Geil, komm hier, Weasley. Ich schätze mal, das gewinnt jetzt direkt in sein. Ich wollte gerade sagen, in sein Gesicht gezaubert, aber. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich sag ja Easter Eggs, wo man geht und steht und jetzt macht er alles kaputt. Warum müssen die Lego-Spiele alle Lizenzspiele sein? Ich würde die so gerne alle zocken. Also das ist einfach geil.
Ja, damit, her damit, her damit. So. Keine Ahnung, was das hier soll. Ne. Scheiß drauf. Kann man kaputt machen? Ne, kann man nicht. Dann gehen wir weiter. Hier in diese Richtung. Aha. Ne, ich nehme doch lieber Harry. Die Bücher stellen wir auch noch auf. Hallo, ich will Stats haben. Auch alles haben wollen. Da muss ich jetzt das andere benutzen. Wo ist es? Da. Defindo. Hätten sie eigentlich auch einen anderen Zauberspruch für nehmen können. Defindo ist doch dieser Trendzauber. Aber okay, er trennt ja hier was raus. Also, ein bisschen stimmt tut's ja. Das ist das erste Verschwindekabinett. Wahrer Zauber! Sauber! Das wollte ich haben. Da kriegen wir jetzt das zweite. Hallo. Ach, genial. Wie sie das Buch einfach nur nach hinten wirft und weg ist die Geschichte. Ah, sauber. Wieder ein Kapitel abgeschlossen. So, wir gucken uns jetzt nochmal an, wie es weitergeht. Damit wir das wenigstens noch in der Folge haben. Und so haben wir dann auch eine einigermaßen passende Länge. Na, ich schätze, das war jetzt auch das vorletzte Kapitel hier im sechsten Jahr. Heißt, jetzt kommt noch das... Nee, gar nicht. Wir müssen theoretisch jetzt noch die Erinnerung bekommen und das Finale, aber ich habe das schon so oft verloren. Ah, die alte gibt's ja auch noch. Glück. Hoppa, Gangnam Style. Alter. Ach, wisst ihr was? An der Stelle mache ich dann einen Schnitt, würde ich sagen. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit diesem Glücksmoment. Gespeichert hat's gerade. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.